Mit dem Ducken bei denen. Man kann sich ja ducken, das ist so ähnlich wie Mega Man, aber man denkt gar nicht, dass man sich überhaupt ducken kann. Gell? Game Over, eigentlich auch egal, weil man startet eh immer von ganz von Anfang. Also, ja. Also demnach. Demnach ist jetzt eins meiner neuen Lieblingswörter. Deins auch? Ja. Demnach. Okay. Beim nächsten Game Over probieren wir mehr. Probieren wir mehr Vettel wieder. Gell? Peter Alexander. Peter Alexander. Ist aber auch so komisch, das Pause-Menü. Ist das eigentlich so beabsichtigt? Oder ist das eigentlich irgendwie ein Glitch? Ich weiß nicht. Was ist denn wirklich los? Es ist Arnold. Das kann doch nicht sein, das war beim ersten Mal auch schon so. Arnold. Wer gibt's noch für österreichische Prominente? Weiß ich nicht. Mozart natürlich. Aber der ist fast schon wieder zu bekannt jetzt. Dann gibt's natürlich Thomas Breziner, aber den will ich mir eigentlich ersparen. Aber weißt du, wie gut das Grafikdepartment hier seinen Job geleistet hat? Du siehst wirklich von jeder Plattform einen Schatten. Ja, das. Das ist so richtig die Lichteinstrahlung hier. Weißt du, was mir aber bei solchen NES-Spielen mir nie ganz erschließt? Was? Schau, ist man jetzt eigentlich da in einer Höhle drinnen? Oder ist das so ein Berghang, den du so von vorn siehst, der aber eigentlich eh offen ist? Der, wenn sich jetzt so die Kamera umdrehen würde, du eigentlich eh so den freien Himmel sehen würdest. Ich glaube schon, weil da ist überall auch Gras und das wächst jetzt nicht. Renn einfach durch ihn durch, du kannst ihn nicht. Ich höre, erstens ist der eh unbesiegbar, glaube ich. Außer mit dem Firebird. Und zweitens, der Firebird zieht dir mehr Leben ab, als wenn du gegen ihn kämpfen würdest. Da musst du richtig tricksen jetzt. Da kommt schon der? Ja. Du kannst einfach durch die durchgehen dann. Wow. Nur wenn du schnell genug bist. Duck dich lieber bei denen. Krass, du bist besser als ich. Okay, merk dich, du musst. Ja! So gut. Vorsicht, du bist jetzt ungewiss, was kommt. Sei lieber auf der Hut. Mach lieber mal langsam. Jetzt, Vorsicht, die wollen dich untertauchen. Die wollen dich untertauchen. Da ist nicht mal irgendwo Wasser. Jetzt kommt der Brew! You are the Brew! Man sagt, ein guter technischer Wrestler könnte sogar einen Besen wrestlen. You, Great Kali! Are the Brew! Du kannst nach oben schießen! Ja? Cool. Leute, der Stream die ganze Zeit ab. Ich sag mal bis Samstag. Okay, dann viel Spaß mit der Pizza. Und wir sehen uns dann am Samstag, wo wir hoffentlich... Du kannst fliegen mit dem Ding? Wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das? Er muss in die Richtung schießen, oder was? Ja, ja. Hat der eine Energy Meter, der Broom? Scheinbar eigentlich nicht. You are the Brew! Peter Alexander? Nein, das ist geschafft! Ich hab schon gedacht, Peter Alexander hat dich jetzt sterben lassen. Ich hab gedacht, Peter Alexander macht einfach den Tod hier. Ich hab gedacht, Peter Alexander malt den Tod an die Wand. Aber eigentlich. Schau ich wieder den Broom. Joe, Bibi! Tschüss, Killer Penny! Bis Samstag! Und ich hoffe, du hast am Samstag wieder eine Pizza dabei. Ne? Hey, das ist doch sonnenklar. Wir essen erstmal Pizza. Krass, fliegst so richtig wie eine Hexe. Die Hexen. Wer ist deine Lieblings von den Hexen bei Charmed? Ich weiß nicht, ich kann die nie. Also ich weiß ja, ich auch nicht. Das ist blöd. Weißt du, was bei der Geschichte von Bandicoot aber eine der ersten Lines ist? Was? Phoebe und die Hexen sind los. Piper aber groß. Wie wollen wir das darstellen dann? Ich weiß so vor, da rennt einer mit so einem Hexenhut und hinterher rennen so ein paar andere Leute, die irgendwie wie Hexen ausschauen. Und dann kommt einmal so Piper, die ist aber irgendwie so viel größer und kommt auch so, aber so ist aus irgendeinem Grund so größer, so auf Stelzen, keine Ahnung, wie wir das darstellen wollen. Aber ungefähr so, dass man die Richtung versteht. Naja, wenigstens haben wir jetzt. Bei mir läuft es! Sehr gut, Mudkip. Mudkip, welche Prominente haben wir noch nicht durchgenommen hier? Wir brauchen neue Prominente für den Cry on Conquest. Das ist selbst. Das will Chaos projieren. Komm! Ach, blöder! Schau, da sitzt jemand drinnen, gell? Siehst du das eigentlich nicht? Ja, irgendwie in kleiner. Ja. Schau, zwischen Shield und Broom ist doch was frei. Ja. Was ist da los? Du hast den Broom in die Wand gesetzt gerade. Ich hasse diese Gegner. Ich kann das Ding nicht fliegen! Wie fliegt man den blöden Broom? Ja, in die Richtung. You are the Broom! Blöden kleinen
Marsianer-Dinger. Ich hätte jetzt nicht die Waffe einfach on the fly wechseln können. Jetzt ball ich sie zu Tode, Achtung. Balls! Yeah. Oh ja! Yeah. Ouija. Oh, cool! Was kommt noch jetzt nochmal? Ja, brauchst du wieder den Blumen. Ah, na super. Soll ich das... Hast du das letzte Mal geschafft? Das ist ja gestorben. Nein, nicht geschafft. Ja, ich werde aber sonst nie lernen, mit Blumen zu fliegen, wenn ich das... Ah, okay, ich weiß, wenn man den Broom jetzt fliegt. Kann man nach unten fliegen? Nein. Nein, geht leider nicht. You are the Broom. I am the Broom. Jetzt nimm die Ball, da machst du Ufer. Nein, die fliegen ja überall hinaus auf die Gegner. Okay. Schießt die einfach so über den Haufen. Jetzt. Okay, aber vorsichtig. Blöder Marsian, keine Marsian. Blöder Marsian. Oh, you are the Broom. Krass, das ist jetzt die Cryon Base hier. Ich weiß nicht, was geht jetzt in die Cryon Base eigentlich rein. Och. Ah! Nein, nein, du bist auch krass. Ich weiß. Ich will einfach schießen, wo ich will. Jetzt rauf. Ja! Rauf. Ja. You are the Broom. The Broom. Wow, warum kann ich nicht einfach Peter Alexander... Wow, der hat ein Schild. Ah, ich hasse den, gell. Du musst... Einfach wegbroomen, gell? Ja. Ach! Ah, das ist der. Ich bin zu nah! Ich habe nur noch ein Leben übrig. Okay. Bitte, Peter Alexander. Schau mal, was jetzt kommt. Nein, da geht's weiter. Wow. Wer fliegt auf mich zu? Schieß ihn ab. Ah. Ich kann nicht mal das blöde Pause-Menü abdrehen. Ja! Danke, Arnold. 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 Jetzt eine von denen fliegt runter! Nein. Shigeru Eich. Ja, wirklich, das? Wow. Nein! Ah. Da, versuch's selber. Okay. Verdammt nochmal! Das ist so ein. Das ist ein richtig schwer, das Spiel. Aber es macht aus dem Laune. Oh, der kommt da. Ich war schon in der Base, okay? Das ist. Ich mag es, dass das Spiel so. Da musst du wirklich so. Da musst du einfach richtig auf alles achten. Da gibt's keine. Das Spiel lässt keine Fragen offen, gell? Da gibt's nicht irgendwie, dass du nicht verstehst, wie was geht. Du musst einfach wirklich gut sein, gell? Und das mag ich, wenn das bei einem Spiel so ist. Scheiße, musste wieder in den Broom fliegen. Aber gut, dass die ganze Waffe eigentlich keine Energy Meter haben. Dass die eigentlich einfach nur fliegen kann. Tricky Scheich. Tricky Scheich. Shigeru Ike. Ike, der ist aber wirklich so eine japanische Version. Hat mir der Mudkip zugeflüstert. Mhm. Shigeru Ike. Diese kleinen Marsianer sind die schlimmsten. Was? Was ist immer den Sturz für? Ich muss eine Taktik finden. Ich werde, das ist einfach so ein Game of Chance. Wenn sie einfach direkt vor dir sind, dann schießt sie einfach ab. Weil sie tauchen ja nicht immer runter. Wenn du ein Broom bist, glaube ich, dann tauchen sie gar nicht nach dir. Doch! Irgendwie schon manchmal. Schatz, flieg gleich weiter mit dem Broom. Flieg gleich ihn wieder rauf. Ja! Der hat ein Schutzschild. Das Broom ist auch wirklich schwer zu fliegen. Jetzt hau ihn nicht da rein! You are the Broom. Game over. Ich frage mich, ob wir jetzt wenigstens da starten können. Wenn nicht, dann... Nein, das glaube ich nicht. Crank-Compost, wo starten wir? Da. Okay. Neue Prominente. Ja. Neue Promis. Okay. Wer kommt jetzt? Alonso. Ja. Ja, das geht sogar. Ah. Alonso. Und perfekt aus. Okay. Ich mache jetzt mal den Shigeru. Das kann man aber gar nicht schreiben jetzt. Shikelu. Saikelu. Und. Willkommen. Rocky Balboa. Okay. Aber nur Palboa. Das geht aber auch. Naja, mehr schlecht als recht. Palboa. Okay, was? Alonso, Saikelu und Palboa. Okay. Es startet nicht mehr. Doch, es startet sogar. Bis jetzt haben die Cheats irgendwie, ich glaube, nicht so viel gebracht eigentlich. Schauen wir mal, ob jetzt immer noch der Alonso ist. Weil wenn er nicht, dann ist es gar nicht der Alonso.
Ah, jetzt ist ja, er nicht. Das, ja, war, das war schon der Alonso. Das war Vettel. Das war Vettel. Jetzt ist Alonso. Jetzt ist er Alonso. Da ist noch nicht. Ja. Jetzt komme ich in den blöden unterirdischen. Irgendwie kommt die Grafik jetzt besser vor. Ich weiß auch nicht wieso. Echt? Ja. Auf einmal ist zwischen Shield und Broom irgendwas. Stell das mal vor. Alonso macht die Waffen. Aber wieso ist es so schwierig, die Waffen einfach auszuwählen? Was ist mit dem Menü eigentlich falsch? Ich weiß nicht. Aber vorhin ist es bei mir gegangen. Da muss ich einfach nur Start drücken und dann echt war. Wenn du eine neue Waffe auswählst, dann aber irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, du musst Select drücken und dann Start. So geht das. Select und dann Start. Und dann geht's auch meistens. Professor Eibe. Professor Eide. Das wäre mal was. Das wäre er mal, ne? Gell? Gell oder Uri Geller müssen wir auch unbedingt machen. Ja. Ah! Blöde Cryons. Sind das echt die Cryons? Wer oder was ist Cryon? Ja, das sind die... Der Chef Crayon. Der Firma. Echt? Kommst du so? Aha! Ist die Torture Cryon Device. Oder? I wanna be the Torture Device. Kannst du I wanna be the Torture Device? Hm. Soll's geben, gibt's aber nicht. Stanley Balls lässt keine Fragen offen. Mit seiner ultra-echten Sprachausgabe und seinem Kunstseil aus fast echtem Nylon. So, jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt können wir den Broom holen. Das wird aber auch nichts bringen. Ja, fliegen mal rüber. Und was bringt es da jetzt rüber zu fliegen? Ja, aber irgendwie muss man die Gene besiegen. Wow! Ah! Warum? Abgestürzt. Ich wollte nur ein bisschen nach oben, weil ich habe Angst gehabt, dass ich da dagegen fliege, aber... Die Decke ist angeblich schlimmer als die Wand. Mal wieder typisch. Die Diamond Pearl Version von Professor Eich. Professor Eibe. Echt krass. Ich habe gar nicht gewusst, dass Professor Eich noch in Diamond und Pearl relevant ist. Ich habe gedacht, da gibt es echt nur Professor Birk. Ich glaube, Birk ist woanders zu Hause. Ne? Habt ihr schon Bernds Channel gesehen? Das gibt schon? Krass, das wusste ich ja gar nicht. Was hat er gespielt? Ich habe da vor einem Monat mal Rumors gehört, dass es da eine neue Bernd-Serie irgendwann kommen wird. Aber jetzt gibt's das schon? Das gibt's schon zum Sehen? Krass. Auf Kika? Da muss ich unbedingt mal schauen. Ich hoffe, das kann man on demand schauen. Du darfst dich nicht in den Sprite reinstellen, das ist das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn ein Gegner, wenn du nicht aus seinem Sprite einfach rauskommst, gell? Ja. Kennst du das Gefühl? Das ist ein richtig komisches Gefühl eigentlich. Wer baut eigentlich die Roboter? Ja, Crime Corporation zum 100. Mal. Aber stecken da Menschen hinter, sind das selbst Roboter? Ich glaube schon, dass da Menschen dahinter stecken. Okay. Okay, ich frage nur, ich kenne mich ja noch nicht so gut aus. Du hast die Story von dem Spiel ja schon lange behirnt, gell? Ja. Also, hier, dich kann man fragen. Ich frage mich ja, was es bringt, darüber zu fliegen. Sind die wirklich unbesiegbar? Warte, jetzt feuer mal volles da. Rohr. Oh, ah ja. Ja, die kann man nur mit Balls besiegen. Okay, jetzt wissen wir es wenigstens. Stanley Balls. Jetzt flieg halt wieder zurück mit deinem Broom. Es hängt. Echt? Es hängt. Nein, gib her. You are the Broom! Das geht ja nicht. Was ist da jetzt falsch? Liegt es am Controller? Nein, es liegt an Alonso. Komm, mach nochmal. Okay.